So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, und als allererstes möchte ich heute hier mal den Jupp gratulieren zum Gewinnspielsieg für das Festival of Talents, was ja vorbei ist. GZ-Video dazu ist im Discord mittlerweile. 50 Euro gehen da an dich und auch vielen lieben Dank trotzdem an alle, die da mitgemacht haben. Und ich sag mal so, es macht wirklich Sinn, dort mal, ja, wenn ihr eh über den Creator-Code einkauft, eure Ingame-ID ruhig jedes Mal mit reinzuschreiben. Wir haben öfter Giveaways zu laufen, auch mal so eine Special-Giveaways. Und naja, für gratis kann man den Versuch ja auf jeden Fall mal mitnehmen. Diesmal hat der Jupp gewonnen, auch verdient. Der nicht nur, weil er schon lange auch öfter mal mehr supportet, sondern einfach, weil er auch, ich glaube, mit seit Anfang mit dabei ist hier in dem Projekt. Deswegen, ja, verdiente 50 Euro hier für den guten Jupp. Ja, und dann möchte ich heute mit euch ein bisschen hier nochmal in die neue Season reinstarten. Wir sind immer noch dabei, den Harlekin ja aufs maximale Level zu bringen. Uns fehlen jetzt noch 6 Karten. Dann haben wir es tatsächlich schon geschafft. Also ganz so viel ist gar nicht mehr zu tun. Dafür könnten wir hier erstmal kurz in die Werkstatt reinspringen und versuchen, vielleicht noch einen Harlekin zu bekommen. Das wäre richtig nice. Zack, zack, zack. Ja, jetzt kommt schon der Versuch. Okay. Eine Banshee nehmen wir mit. Wir haben noch 190 Münzen und wir haben noch einen Inqui, den wir umwandeln können. Und da ist ein Harlekin. Beim ersten Versuch. Oh, das ist doch schön. Das ist schön. Haben wir jetzt noch was zum Umwandeln? Jawohl. Wir haben noch einen Beschwörer. Let's go. Let's go. Und noch ein Harlekin. Oh. Okay, die wollen hier wirklich, dass wir, ja, den diese Woche noch aufs maximale Level bekommen, habe ich so das Gefühl. Ich würde sagen, wir nehmen mal hier noch die Stase. Wenn jetzt nochmal einer rauskommt, das wäre, ja, zu krass. Aber wieder erster Versuch. Oh, ich weiß, da wird schon wieder jemand sehr, sehr erbost sein in den Kommentaren. Zweimal im ersten Versuch, einmal im zweiten Versuch, einmal im letzten. Also, ja, lässt sich sehen, die Chance oder die, ja, Ausbeute aus der Quote, würde ich sagen. Ja, damit wieder 2 Harlekins mehr. Das bedeutet, ich denke mal, oh, vielleicht die Woche noch, dass wir den auf Max bekommen werden, wäre doch auf jeden Fall ganz nett. Beziehungsweise spätestens dann nächste Woche, nachdem wir das Event durchgezockt haben und uns noch da 2, 3 Harlekins geholt haben. Ja, heute werden wir mal mit dem Tesla hier nochmal reingehen. Wir haben eine Meerjungfrau mit am Start. Den Tesla spielen wir rechts, rechts, rechts. Dazu noch eine Statue rechts, links, links habe ich mit dabei. Harlekin spiele ich links, links, links. Ne, links, links, rechts spielen wir den. Schreddermeister links, rechts, rechts. Ein Chemiker mit am Start. Eine Meerjungfrau. Da nehmen wir natürlich das Item hier noch mit. Ein Speer haben wir dabei. Dann packen wir noch das Merch-Amulett mit ein, jawohl. Und wir haben noch, na, die Rüstung ist nicht so gut. Die hier noch mit am Start, da haben wir 4 passende Einheiten. Den Kettenpanzer, da können wir ihm nochmal den Schaden runternehmen. Und ja, wir gehen rein. Was ist das denn? Okay. Entschuldigt. Viel Glück, sagt er. Eieiei. Ja, wir brauchen uns eigentlich nicht große Mühe geben. Das ist ein bisschen verrückt. Ich weiß nicht, ist das ein Bot-Gegner sogar? Könnte echt ein Bot sein. Ridicule. Ridicule. Okay. Mal gucken. Uns fehlt natürlich auch die Hexe hier im Deck, ne? Wir haben ein bisschen was falsch mitgenommen, aber passt schon. Passt schon, haben wir Glück gehabt. Die Hexe fehlt natürlich für den Chemiker. Ja, beziehungsweise Harlekin kann auch raus. Aber gut. Ich glaube nicht, dass wir da große Probleme kriegen werden. Mit diesem Gegner. Packen wir die hier rein. Zack. Okay, passt. Den können wir auch hier direkt stehen lassen, den
Chemiker, den hätte ich gerne noch woanders eigentlich, muss ich sagen. Ja, hier zum Beispiel. Ja, das ist ein Bot. Das geht auch viel zu smooth hier, die Merges. Es kommt viel zu direkt. Es scheint echt ein Bot-Gegner zu sein. Aber gut. 5:56 Uhr auf dem Freitag kann schon sein, dass man da auch mal einen Bot dann trifft. Ah, hier muss noch eine Statue hin. Dann haben wir es tatsächlich schon. Naja, okay. Einen geschenkten Sieg kann man auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Ah, ich freue mich, wenn wir jetzt endlich den Harlekin dann auf, ja, auf die maximale Stufe leveln. Das wird auch noch mal ein bisschen was hier verändern, auf jeden Fall. Der Spielweise. So ein Bot gibt aber leider auch nicht auf, ne? Schade eigentlich. Let's go. Ja, wenn wir uns ernst nehmen müssten, müssten wir natürlich noch auf die Merges ein bisschen achten. Mergefelder. Das wäre noch ganz wichtig. Ja, das wird jetzt schon fast vorbei sein gleich. Let's go. La la la. Level 7, Captain. Warum nicht? Ich habe mir letztes Mal meine ganzen Decks verstellt. Weil Tesla ist ja sonst immer ein Standarddeck, was wir mitgenommen haben oder mit drin hatten. In der letzten Random League habe ich mir da, glaube ich, die ganzen Decks aus Versehen verstellt gehabt. Zack. Zwei mit einem Streich und gutes Spiel an den Bot an der Stelle. Okay, vielleicht doch kein Bot. Vielleicht doch kein Bot. Oh, der hält es echt noch aus bis in die Wave rein. Oh, nervig. Nervig. Na gut, dann warten wir noch, bis der Bot hier durchgelaufen ist. Bis der Chaos da durchgelaufen ist. Den kriegt er auf jeden Fall nicht mehr klein. Aber er setzt auch nochmal das Fass ein, ne? Ja. Gut. Das hier zum ersten Spiel. Jetzt gucken wir nochmal kurz rein. Ja, 78 Trophäen und natürlich ein Sieg, also gerne noch 7 Stück davon oder 6 Stück davon. Warum denn nicht? Und jetzt gucken wir mal kurz. Man kann natürlich auch immer hier so schauen, ne? Ich muss ein bisschen was abschauen. Schwert spielen sie da. Ja, ich will das Deck hier spielen, genau. Mithraid. Ja, doch, das ist, glaube ich, ganz gut. Jetzt haben wir es weggepackt. Das können wir nämlich schon mal machen, weil wenn wir den Harlekin dann auf höchster Stufe haben, dann ist das natürlich ja sehr praktisch, sage ich mal. Ne, wo ist es denn hin mit der Hexe? Mustang. Wir bedienen uns mal kurz hier bei dir. Jetzt gucken wir aber natürlich noch mal durch. Auch noch mal ein Tipp an euch, ne, mit der Ausrüstung. Auf jeden Fall noch mal durchschauen. Da ist dann nämlich oft die falsche sonst drinne. Können wir eigentlich auch nehmen, die Jägerjacke, da passen auch 3 Einheiten, das passt. Und dann schauen wir mal. Ah, ich nehme mal hier die Springfalle tatsächlich. Rechts, rechts, links. Ja, können wir machen. Angespitzter Speer, okay. Kann man auch machen, ja, passt.
Steinlegion und Hexe. Links, links, links. Ja, rechts, rechts, links. Ja, können wir auch machen. Oder nee, wir nehmen lieber Kreis des Fluches mit. Let's go. Ja, wir bekommen jetzt nur noch 25 Bonus-Trophäen. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Sonst waren es immer 30 von diesem Event. Gab es nochmal kleine Anpassungen, aber ich denke, das passt trotzdem schon am Ende des Tages. So, Suche nach Gegner. Let's go. 40 Sekunden Suche. Und, oh, na klar. Und wir kriegen End und die Felder sind echt schlecht aufgebaut. Also an und für sich könnte man hier die alle auf 7 machen. Und hier zwei Hexen hin. Ja, zwei Hexen, zwei Statuen. Wir haben ja wieder das Hexen. Doch, wir haben es der Hexendeck mitgenommen. Jetzt müssen wir mal kurz. Jetzt müssen wir wirklich kurz überlegen. Gut, wir könnten hier natürlich drei direkt erreichen. Mit einer Statue. Bringt uns aber nicht viel. Ah, das ist echt Mist. Das ist echt Mist, ein bisschen. Ich stelle hier eine Statue hin. Ah, wir müssen mal echt gucken, das Deck ist vielleicht gar nicht mal so gut. So, wir kopieren uns den mal hier. Boah, er hat sie mit dem Ketten. Habe ich das Kettentalent jetzt drin? Okay. Das erklärt einiges. Okay, wir probieren es trotzdem mal, weil das Deck ist auch eigentlich gar nicht so schlecht. Das heißt, wir werden mal probieren. Hier oben hat er den Fluch. Wir brauchen 7. Okay, wir probieren es mal. Aber wie soll man die Hexen einbinden, richtig? Müssen wir mittig hinstellen. Dann hier so. Das könnte man machen. Ja, das kommt davon, wenn man einfach blind kopiert, ne? Kuss geht raus am frühen Morgen. Kann das mal passieren. So, zack. Jawohl, schön. Das hilft uns. Machen wir den hier auf 3, kopieren den. Zack, zack. Ja, 4. So, das passt. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Ich glaube, 7 brauchen wir, ne? 8, okay, wir brauchen 8. Wir haben dann hier 2. 4. Ja, eigentlich bräuchten wir da noch 5, 6, 7. Okay, müssen wir mal schauen. Müssen wir mal gucken. Wir müssen natürlich auch die Merges machen, ne? Zack, den hier auf 3. Dann können wir den hier auf 2 machen. Ja, passt. Das passt doch. Machen wir den hier auf 6 schon mal. Bin ich gespannt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Bräuchte noch ein 1er Tesla, bitte. Jawohl. Danke. Noch ein. Hi. So, jetzt haben wir den da geladen. Den hier müssen wir auch noch fokussieren. Genau. Sehr schön. Genau so. So, mit einer Hexe spielen, mehr wird nicht gehen. Hier bräuchte man eigentlich auch noch eine Statue. Ja, die brauchen wir ganz und gar nicht. Aber, obwohl wir können ja die hier auch wegnehmen. Zwar die Stacks weg, aber es passt schon. So.
Na komm, wir machen den auf 4. Um den hier zu laden ein bisschen. Crazy, crazy, crazy. Okay, jetzt haben wir die beiden Statuen. Wäre okay, aber die steht eigentlich falsch. Den hier wenigstens geladen. So. Jetzt müssen wir den hier wegbekommen. Damit, zack. Das ist gut. Das ist auch gut. Dann können wir den hier gleich auf 6 machen, theoretisch auch. Machen wir auch. Aber die müssen halt auf 8, ne? Das ist das Problem auch noch. Und wir müssen den jetzt hier erstmal auf 6 wenigstens leveln. Ja, passt. Bin echt gespannt. Und dann auch noch gegen den Baum, ne? Bei so einem Game. Oh, das ist gut. Lass den runterticken. Bitte jetzt kein Gegenzauber. Danke, Kuss. So, die sind beide auf 6. Das ist nicht gut. Okay, wir müssen fusionieren hier nehmen. Reinigung, schön. Schön, schön, schön. Den mussten wir machen, auch für den Reinigungseffekt hier. Kommt aber nicht. Wieder nicht, super. Kuss. Okay, okay, okay. Ich wollte gerade sagen, ist gekommen, nee, ist aber nicht. So, was haben wir denn hier? 2 Fünfer. Eieiei. Welle 7 immerhin. Mit dem Kauderwaldsteck hier. Kein Mana da. Mussten wir jetzt machen. Was soll man tun? Was soll man tun? Boah. Reinigt die einfach nicht, ne? Jetzt hat er ihn endlich mal gereinigt. Dafür haben wir uns den Hexeneffekt weggehauen. Super. Super, super. Drei. Ah, waren die falschen? Schade. Jawohl, schön. Wir haben nichts, was wir brauchen eigentlich, ne? Wir haben die Reihe nicht, gar nichts. Okay. So, 3, 4, 5. Wenn wir hier oben noch einen hinkriegen, haben wir wenigstens 7. Da ist der 7.
Oh, das ist jetzt Game Over, oder? Das ist jetzt wirklich bitter. So, zack. Okay, wir haben noch mal ein bisschen Glück. Warum auch immer, aber wir haben es auf jeden Fall. Eieieiei. Ja, wenn wir jetzt hier kopieren können, ne? Wenn wir jetzt kopieren hätten können, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Okay, der zieht uns die beiden zusammen, passt aber. Ist okay. Passt auch. Ah, jetzt kommt hier natürlich. Da können wir auch nichts mehr reinigen, leider. Oh, vielleicht noch schnell. Nee, zu langsam. Zu langsam. 2-2. Ja, das war klar. Oh, dafür hätten wir ganz gut mit tatsächlich für das absolute Kauderwelsch-Game hier. Ja, die passen. Zack, wir die hier wegnehmen. Na gut, da können wir jetzt nichts mehr machen gerade. Dann müssten wir nämlich hier unten die Hexe opfern. Will ich eigentlich nicht. Opfern wir lieber die hier. 2. Ah, der 100 Mio, der ist jetzt ein bisschen zu stark, aber der trifft nur eine Einheit, die nicht so wichtig ist. Das ist gut. That's good. Na gut, jetzt ist hier auch noch unterbrochen ein bisschen, ne? Das kommt jetzt noch dazu hier. Wir bräuchten da eigentlich auch einen Tesla noch. Gorgone kommt jetzt auch noch. So, schnell wieder aktivieren. Zack. Ah, das ist jetzt aber zu viel hier schon. Obwohl wir noch über 2 Minuten durchgehalten haben mit dem Deck. Hätte ich jetzt nicht mehr gedacht. Da bin ich ehrlich. Das ist doch schon, ja. Beeindruckend, dass wir noch so lange durchhalten. Kettentesla. Sollten wir uns auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Mit ein bisschen mehr Überlegungen vorher. Nicht einfach irgendwas kopieren. Dann kann da auf jeden Fall was gehen, würde ich sagen. Na, knappe 3 Minuten jetzt mit dem Deck und der Aufstellung. Da können wir uns auf jeden Fall nochmal was überlegen und dann vielleicht morgen nochmal mit einer durchdachten Variante zurückkommen, würde ich sagen. Ansonsten hoffe ich trotzdem, dass das mir nicht zu übel nehmt. Und ja, ich muss jetzt auf jeden Fall auch noch ein bisschen Koop zocken. 14 sind weg, das heißt, wir haben 12 übrig, fehlen 4. Ja, ich denke, das kriegen wir echt hin in den nächsten Tagen, dass wir da den Harlequin dann aufs maximale leveln können. Dann brauchen wir natürlich so 150.000 plus das Talent. Ja, 200, 250.000 Gold sollten wir mal beiseite legen dafür. Und ja, das mache ich auch jetzt, würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Dann gucken wir mal, ob ich noch irgendwo 4 Stück auftreiben kann bis dahin. Und dann hätten wir den nächsten großen Meilenstein dann doch bald mal erreicht. Und ich bedanke mich noch bei den Supportern des Tages. Remus, Lumus, direkt hinterher, okay, Season Pass muss her. Kuss, Mats ist am Start, auf in die nächste Season. Mermaid, Kuss geht raus, Kuss, Kuss, Kuss. Rey Mysterio zweimal, Speed Prank, schöne neue Season an alle. Grüße gehen raus, vielen lieben Dank. DN Greg. SK Unknown, mach weiter so und vor 8 Stunden anonym. Unknown, das machen wir. Ja, bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund, kommt gut ins Wochenende rein und ja, haut rein und ciao, ciao.